Speak to the Locals hatte ich dieses Safe Game genannt. Ich fange mal mit dem Kapitän an. Wo sind wir eigentlich? Ich hab's vergessen. Wir sind nach Terra gefahren, in Griechenland, oder? War das nicht das? Ahoy there! Ahoy yourself! If it's salvage work you need, I'm your man. No job too big, no job too small. Hallo IQ Peaks. Ich glaube, das spricht man so aus, hoffe ich zumindest. Herzlich willkommen bei uns und ich versuche mich da gerade an Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir haben den Pfad mit der Action eingeschlagen und kommen Atlantis jetzt immer näher heißt das schon. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Mein wandelndes Lexikon, was Indie angeht, hier auf das Spiel bezogen ist Falmunction, der auch im Chat ist. So. You ever hear of Atlantis? Have you seen any suspicious visitors? This is a pretty rundown boat. I'll talk to you later. Das ist ein bisschen gemein, wenn wir das hier sagen. Have you seen any suspicious... You ever hear of Atlantis? Of course. And dragons and mermaids and... Dragons and Mermaids. Ist der Sound laut genug oder soll ich das Spiel ein bisschen raufdrehen für euch? Ich glaube, der spricht gerade... Also, Indy spricht schön laut, aber ich glaube, der Typ spricht ja noch extrem leise. Also, einen Tick kann ich es ja ein bisschen hochdrehen. Mal gucken, ob es so vielleicht besser ist. I want to go there. Can you take us? So you think it's just a myth? I want to go there. Can you take us? To Atlantis? I can't go anywhere that's not marked on my chart. Where exactly do you expect to find it? Ja, ich weiß auch nicht genau, wo man das findet. 24 Meilen von hier, 25 Meilen von hier. Darn, I can't remember. Ich glaube, die genaue Meilenangabe wurde uns ja gar nicht gesagt, oder? Weißt du das vielleicht? I can't remember. Vielleicht können wir da... In that case, I can't help you. Vielleicht können wir hier nochmal mit Sophia sprechen. Vielleicht weiß die ja genau, wo es ist. Talk to... Hey. Yes? I wonder if this guy has ever salvaged anything. I wonder what Kerner is up to right now. Never mind. Ich hab keine Ahnung. I wonder if this guy has ever salvaged anything. Put it this way. I don't think he's ready to bring up the Titanic. Okay. Sehr aufbauend. I wonder what Kerner is up to right now. I bet he wonders the same thing about us. Sonst gucken wir einfach nochmal unser schlaues Buch, Dialogue of Plato, Plato's Dialogue. Was sagst du uns denn überhaupt zum Verbleib? Du sagst doch, the lesser 240 miles northwest of the city and the greater 570 miles away southeast, bla bla bla, aber das sind nur die einzigen Entfernungen, die wir haben. Ich meine, das andere ist das, 30.000 Meilen in die eine Richtung, 30.000 Meilen oder 300 Meilen, das bringt uns ja nicht weiter. Genau, endlich wieder vereint mit Sophia, der Nudel, die da geschnappt wurde und den Nazis geholfen hatte. Unfreiwilligerweise. Ich habe keine Ahnung, wo gehe ich denn raus, wie die Entfernung ist. Wir müssen vielleicht noch irgendwas anderes entfinden. Bin ich nicht weit genug zurückgewandert? Muss ich das auf der letzten Seite lesen oder so? Kann die nicht ihr nur Absal fragen? Der muss das doch wissen. This I doubt, we are hearing a child's tale. Hm. Also, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Sie kann uns nicht weiterhelfen, er sagt, sollen wir einfach raten? Wir können nicht einfach in der Gegend rumfahren. Ach doch, vielleicht können wir ja auf dem Schiff... unser Fischchen einsetzen. Oder können wir irgendwo anders hingehen? Ich soll den Dialog ganz genau lesen. Okay, ich lese mal den Dialog ganz genau. Wir sind auf Seite 1. Now at last, I have Plato's lost dialogue translated entirely. Achso, das hatten wir ja schon gelesen. I thought it was a coax, bla bla bla. 1922, Charles Sternhardt. Der ist ja jetzt tot, der Arme. Rest in peace. Der liegt jetzt verfault in dem Labyrinth darum. So. In rendering Egyptian into Greek, he made a tenfold error. Instead of lying 300 miles hence, Atlantis may well have been 30,000 miles away.
or perhaps it was less than 300 miles from our own shores. Das sagt der Hermokrates, wie die den ausgesprochen hatten. Da wäre es nur 300 Meilen irgendwo im Mittelmeer. Und dann steht hier, also weil er sich ja um das Zehnfache verrechnet hat, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass das verlorene Königreich 100.000 Jahre zuvor irgendwie zusammengekracht ist oder nur 1.000 Jahre zuvor. If a kingdom blam 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 nowhere may my travel blam 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 we ought to accept the lesser figure. Also Sokrates sagt, er wäre dafür, dass man, wenn dann überhaupt, die kleinste Zahl als richtig annimmt, weil die ja damals in der Gegend rumreisen mussten, und wenn man irgendwie 30.000 Meilen hätte reisen müssen, dann hätten wir nie davon gehört, weil das so extrem weit war. Also wunderbares Atlantis, ne? Das genial, super glorreiche Atlantis hat zwei Kolonien gegründet. Die kleinere Kolonie 240 Meilen nordwestlich von der Stadt und die größere 570 Meilen südöstlich. Haben wir eine Karte, auf der wir uns das angucken können? Die Tore dieses Königreichs konnte man nur mit der Hilfe dieser speziellen Steine da öffnen, die wir ja schon kennen. Viele Vororte, Vorposten, was weiß ich was, Dingsposten. Bei vielen Toren von mir aus hat es gereicht, einen Sonnenstein einzusetzen, und dann hatten wir das mit diesem, wie das mit den Hörnern sein musste. Bei den größeren Kolonien musste dann auch noch der Mondstein mit eingesetzt werden, und um Atlantis selbst in Atlantis selbst einzutreten, braucht man auch noch den Weltstein, und das war wieder die Erklärung, wie der genau verwendet werden muss. Finally, ganz zum Schluss, also man kann nur dann wirklich in Atlantis rein, also ganz ins Innere oder irgendwie was, wenn man eine Contrary Mind ist. Wunderbar, das hilft mir alles nicht weiter. Jetzt weiß ich, wo Atlantis ist. Wir haben genug Informationen. Wir haben aber doch keine Karte, auf der wir uns das angucken können, oder haben wir eine Karte? The only mark on this map is one big X. Ich habe doch nur ein großes X da drauf. The only mark on this map is one big X. Ich habe doch gar nichts, wo wir jetzt sind. Wieso haben wir jetzt genügend Informationen? Wir haben doch überhaupt keine Informationen. Er gibt mir ja nur die Möglichkeit von 23, 24, 25 und 26 Meilen oder irgendwie sowas. Das hilft mir ja nicht weiter, oder hilft mir das weiter? Das hilft mir nicht weiter. Und meine Liste aktualisiert sich nicht. Ich weiß leider nicht, wer da ist. Herzlich willkommen. Keine Ahnung. Ahoy there! You again. What do you want? Ich will immer noch nach Atlantis. Can you take us to Atlantis? If I knew where it was, I could. Where exactly do you want to go? Ich nehme 25. 25 miles from here. In what direction? I'm not sure. In that case, I can't help you. Ja, aber die Kolonien sind doch die Dinger, wo wir jetzt waren, oder nicht? Ja, klar wissen wir im Verhältnis zu den Kolonien, aber es steht ja nicht da, wie viel, also... Wieso reicht das ohne Karte? Das kapiere ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Terra ist. Mona hat gesagt, das ist eine Stadt. Das ist eine Insel, die jetzt ganz anders heißt. Ich kenne mich in Griechenland nicht aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo Terra ist. Muss ich jetzt auf die Karte gucken, wo Terra ist. Maps, Google.com.
einen Monat gesagt, die heißt jetzt, wie heißt die jetzt? Die heißt jetzt nicht mehr Terra, die heißt jetzt... Santorin heißt die jetzt. Oder Santorini. In Griechenland. Ach so, Entschuldigung, ich wollte nicht meinen Stream zoomen. Ich wollte eigentlich auf der Karte zoomen, aber ich war das zu sehr von Photoshop gewöhnt, so zu zoomen. Das sind 50 Meilen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Woher wissen wir denn, dass Terra die kleine Kolonie ist? Wir waren doch gerade auf... Wo waren wir denn vorher? Wir waren doch gerade auf... Wir haben doch gerade... Ah, verdammt, habe ich Kopfschmerzen. Wir haben doch gerade schon einmal den Mondstein verwenden müssen und wir mussten auch einmal den... Wie heißt das andere Ding? Den Sonnenstein und den Mondstein verwenden. Einmal den Sonnenstein alleine, einmal Sonnenstein und Mondstein. Meinst du, er hat sich hier auch verrechnet, oder was? Du meinst also, er hat sich hier auch verrechnet. Wieso schreibt man denn dann einmal hier vorne, schreibt er, er hat sich verrechnet, ne? Hier steht, er hätte sich um das Zehnfache verrechnet. Also hätte er sich auch hier verrechnet. Nach Nordwesten kann ich doch gar nicht fahren. Ach so, auf der City, okay. Also in die andere Richtung. Ja, aber kannst du mir erklären, warum wir hier jetzt bei diesen... Wenn wir hier auf der Seite vorher schon wissen, dass er sich vertan hat, ne? Wieso ist denn da die Angabe hier schon wieder um das Zehnfache falsch? Das verstehe ich nicht. Egal. Also, wir wissen, dass es 24 Kilometer sind, weil es schon wieder um das Zehnfache falsch ist. Meilen, nicht Kilometer, Entschuldigung. Und dass es nicht im Nordwesten ist, sondern im Südosten. Aha, da hat Indy also zu, darauf geschlossen, dass dann Terra die kleine Kolonie ist und dass... wieso haben die sich schon wieder um 10 verrechnet? Ich verstehe das nicht. Aber bitte, sie haben sich schon wieder um 10 verrechnet. What a wreck. Jetzt sprich mit ihm, du sollst es nicht angucken, du sollst mit ihm sprechen. Ahoy there. You again. What do you want? Ich will durch die Gegend fahren. Can you take us to Atlantis? If I knew where it was, I could. Where exactly do you want to go? Ich will 24 Meilen südöstlich von hier. 24 miles from here. In what direction? Südöstlich. Southeast of Terra. Do you know where that puts us? Since you don't seem to know, I'll tell you. In the middle of the ocean. Ja, ja, ist okay. Das passt mit einem Ozean. Are you sure there's not some little island out there? Ich finde das einfach komisch alles. Ich meine, er hat sich hier verrechnet, vorher hat er sich auch schon verrechnet, das andere hin und her, ob das jetzt 1000 Jahre zurück ist oder 100.000 Jahre, ob das 3000 Meilen sind oder 30.000 Meilen. Im Grunde ist es ja dann auch schon nicht mehr wichtig, ob es 240 oder 250 oder 260, in dem Fall dann 24 oder 25 oder 26 Meilen sind, wenn sich jemand ums Zehnfache verrechnen kann. Kann er sich doch auch um eine Meile verrechnen.
I knew that. Then you also know you're going to need a diving suit. Actually, could I borrow your diving equipment? I guess so, but there's a hole in the suit. Der Schwimmanzug. Are you sure you know what you are doing? Der Tauchanzug. Ja, natürlich sind wir sicher, was wir machen. Ich meine, sonst kommen wir da ja nie hin, Mensch. Yes, of course. All right, Mr. All-American Explorer type, let's find Atlantis. Just remember, if it sank like they said it did, I claim the salvage rights. Er will die Bergungsrechte haben.